Okay. Ich will es einfach mal versuchen. Ich denke, das könnte. Wenn ich den Papagei jetzt. Wenn ich den wachen Papagei jetzt hier. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Würmer? Potzdonner. Wo sind Sie denn? Werden Sie gefangen gehalten? Ich habe einen Lippenstift gefunden. Wer wirft denn sowas weg? Was? Tut mir leid. Ich habe für so einen Unfug keine Zeit. Da draußen läuft ein Irrer rum, der mehrere Brände und Explosionen verursacht hat. Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Was? Scheint aber nicht so gut zu klappen. So bringt das nichts. Gizmo wird dem Vogel wohl erst zuhören, wenn ich ihm sachdienliche Hinweise zu diesem Irren beigebracht habe, der hier alles in die Luft sprengt. Wer auch immer das ist. Tja. Und wie? Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Ich habe eine Idee, mir fällt was ein. Wie können wir dem Papageien was beibringen über den Rufus, über den Übeltäter, der hier alles vernichtet, wer auch immer das ist. Toni, ich habe ein neues Haustier für dich. Ich denke, das muss doch... Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Ja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Ich geh mal kurz vor die Tür. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehen. So, ich mach mal hier kurz ein kleines Rundchen. Ich drehe mal hier kurz. Mach hier kurz mal eine kleine Mittagspause. Und dann gehe ich mal hier kurz wieder rein. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen. Nur um. Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Hallo, Toni! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Werde ich jetzt getötet von Toni, wenn ich... Was tust du? Schnell abhauen. Ich bin wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Alles Lügen! Alles Lügen. So, jetzt haben wir einen Vogel. Ja, ich meine, Rufus hat schon länger einen Vogel. Das ist schon eindeutig, das ist relativ eindeutig und ziemlich klar. Aber jetzt haben wir einen Vogel, der über uns was erzählen kann. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderhaus geklaut. Rufus, genau. Das hätte
hätte ich mir eigentlich denken können. Herr Rufus. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat jetzt erzählt er alle Kinder lügen von der Schaukel bis zur Schule, bis zum Erwachsenensein. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Ja. Was wissen Sie noch? Der macht bestimmt gleich Freude, den Springer. Der Telefonist. Der freut sich doch schon so. Freut sich schon so doll, dass der gleich Suizid begeht. Was wissen Sie noch? Ja. Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Oh Mann. Wenn wir hiermit fertig sind, werden wir bestimmt verhaftet. Ja, einerseits für unsere Straftaten, die der Papageile verraten hat. Andererseits, nun ja, wie soll ich sagen, dafür vielleicht. Es ist so nice. Kopfhörer. Ich nehme dann mal. Hast du Interesse? Dann kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... und in diese... Der Punkt ist... Tja, vielleicht können wir ihn irgendwie betäuben. Damit kennt sich der Kerl doch über... Der Punkt ist... Okay. Wir haben also einen Kopfhörer. Und können wir doch jetzt... Hier fehlt doch nur noch der Kopfhörer. Na, wo ist er denn? Hier ist er. Kopfhörer. Jetzt kannst du losgehen. Bereit zum Funken. Alle Mann auf Funkstation. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Cletus? Junk fly hazard in the northern quadrant. Caused by a flock of stampeding... Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist... Geht es? Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da, man nennt Rufus. Rufus. Da-da-da, man nennt Rufus. Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, oh. Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Nur was sonst? Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Da hätte ich mal ein paar Fragen. Wie zum Beispiel... des Organon-Kreuzers verloren. Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Dann komme ich mal zur Sache und frage mal... Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Okay, dann versuche ich es gar nicht erst, aber frage trotzdem... Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Auch nichts. Smalltalk. Smalltalk.
Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Hey, mal angenommen, nur mal so aus Spaß. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ach, ich kann ihn niemals. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich jetzt haben wir ihn ja interviewt. Das wollte ich damit vorschlagen. Haben wir ja, ja ziemlich gelöchert. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium, oder? Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes sein. Kann nicht oder will nicht. Geld? Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Wir beharren mal darauf. Gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Na, siehste. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Was oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment doch. Kletes? Okay. Obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ob der sich das mal merken kann. Elysium, ich komme. Hervorragend. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.